und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Diesmal begrüße ich Sie aus der Schweiz, meine Heimat, wo ich an drei Wochenenden Freunde nach Olsberg zu meinem Festival einlade, um einfach zu musizieren. Diesmal sind dabei Bertrand Chamayou und Veliko Cumburidze, eine ganz junge, begabte Geigerin aus der Türkei. Dazu später mehr, denn beginnen möchten wir unsere Sendung mit einem Pianisten und Komponisten, dessen Musik Sie hundertprozentig kennen. Er hat die Filmmusik zu Ziemlich beste Freunde geschrieben und er ist der meistgestreamte Klassikkünstler überhaupt. Er füllt ganze Stadien und spielt live vor 20.000 Menschen und das mit eigentlich ziemlich intimer Musik. Nun, vielleicht haben Sie es schon erraten. Es ist der Pianist Ludovico Einaudi. Und ich freue mich, dass er vor seinem Auftritt in der Münchner Olympiahalle ein wenig Zeit für uns hatte. Vor dem Konzert improvisiere ich gerne ein bisschen. Mir gefällt die Idee, alles ein wenig offen zu lassen. Mir gefällt diese Uneindeutigkeit. Schauen Sie, ich habe hier eine kleine Frage mit einem kleinen Motiv. Aber die Antworten, die gebe ich nicht. Es soll alles ein bisschen vage bleiben. Mir gefällt die Vorstellung, 40.000 Leute in einem kleinen Raum zu vereinen. Wenn ich spiele, begebe ich mich an geheimnisvolle, dunkle Orte. It's a place that is mysterious. There is darkness. It's like Stellen Sie sich eine Küste vor, dort, wo das Meer beginnt. Und da beginnt die Unendlichkeit. Das ist ein Ort, der durchaus auch Angst machen kann, denn man weiß ja nicht, was passieren wird. Mir gefällt die Idee, an so einen Strand zu gehen und einen Moment der völligen Stille zu erleben. Und das möchte ich mit meinem Publikum teilen. Für mich hat Einfachheit viel mit Fokus zu tun. Man nimmt alles Unnötige weg und drückt nur das aus, was man mit der Musik sagen will. Und das auf die effektivste Art und Weise. Das heißt, es geht darum, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. So it's about erasing things and selecting what is more important for me.
Meine Mutter spielte Klavier und durch sie habe ich Bach, Chopin und Schumann kennengelernt, aber auch französische Volkslieder. Sie liebte das, für mich und meine Schwester zu spielen. Aber sie mochte auch zeitgenössische Musik, wie auch die Rolling Stones und die Beatles. Durch sie habe ich gelernt, so viele unterschiedliche Musikstile zu lieben und zu verbinden. Und so bin ich der geworden, der ich heute bin. Combined together, now I think they make what I am. Ich wollte nie ein Virtuose sein und hatte nie den Wunsch, klassische Klavierabende zu geben, auch wenn ich das als Jugendlicher ab und an gemacht habe. Aber ein Maurizio Pollini oder ein Daniel Barenboim wollte ich nie werden. Ich war ein ganz normales Kind, aber ich war nie einer, der eine große Show abziehen wollte. Und so ist es bis zum heutigen Tag geblieben, auch wenn ich vor einem großen Publikum heute spiele. Auftreten bedeutet für mich nicht, mich zu präsentieren, sondern einen Klang zu erschaffen. Schwestern Ferhan und Ferzan Önder waren schon ein paar Mal zu Gast in Klicklack. Jetzt haben sie ein ganz neues Programm zusammengestellt, das sie Four Hands for Women nennen. Es ist ein Hommage an die Frauen dieser Welt, aber auch eine Anklage gegen die Ungerechtigkeiten, die vielen Frauen auch im Jahr 2018 widerfahren. Dazu eingeladen haben sie auch eine Rapperin. Es ist Jasmo. Und so entstand ein ungewöhnliches Projekt. Klassik mit Rap, Jazz und Politik. Getroffen haben wir sie in Elmau. Also das Projekt soll eben Frauen Mut geben, dass sie auch in der ersten Reihe sein können. Iron Man fliegt herbei und rettet die Welt. Superman fliegt herbei und rettet die Welt. Batman fliegt herbei und rettet die Welt. Spider-Man fliegt herbei und rettet die Welt. Hulk springt dazu und rettet die Welt. Thor und Captain America fliegen herbei und spielen Frisbee und hauen den Lukas mit dem Hammer. Scarlet
Scarlett Johansson ist auch da und verprügelt jemanden, hilft also mit und muss Hulk nachher beruhigen, damit der wieder zu Bruce Banner wird. Ich liebe Comics und Superhelden, aber irgendwo fehlen mir eben die Heldinnen. Und das sind dann immer die, die in der zweiten Reihe stehen, die die ganze Hintergrundarbeit leisten, aber nicht gesehen werden und auch nicht quasi gewertschätzt werden. Ich habe mein Wesen, meine Stimme und meine Disziplin. Ich kann lesen, ich kann denken und ich kann Kinder kriegen. Ich bin Frau, ich bin Mädchen, ich bin Knecht, ich bin Queen, ich bin Rapperin. Ich lebe am Land und ich sehe tolle Mamas am Land, die mit 5, 6 Kindern so toll umgehen und auch nebenbei Berufe ausüben. Aber wie es denen auch geht, also wie geht es denen trotzdem? Ja, die schaffen vieles, aber wie geht es so? Beispiel 1. Malte wusste, dass er heute die Frau seines Lebens treffen würde. Dass er heute den Mann treffen würde, der ihm den einen Job, den er schon immer haben wollte, verschaffen könnte. Und er wusste auch, dass er dafür jetzt unbedingt aus dem Haus gehen sollte und aufhören sollte, How I Met Your Mother zu schauen. Textbeispiel 2. Wie spaltet man ein Atom? Man gibt es einer Frau und sagt, sie soll es nicht kaputt machen. Textbeispiel 3. Jasmin Hafet aka Jasmo, 27 Jahre alt, ist Rapperin, Poetry Slammerin und Autorin und wird gefragt, wie es für sie als Frau ist, auf einer Bühne zu stehen. Textbeispiel XX. Es geht nicht darum, patriarchale Mechanismen zu wiederholen. Also du bist blöd und dich schließen wir aus und das ist blöd und Männer sind blöd und das machen wir nicht, sondern es geht darum, was Neues aufzubauen. Mit Gemeinschaft, im Dialog, im Händereichen, im Versuchen, einander zu verstehen und aus diesem Verständnis etwas Neues zu bauen. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit Verstand zu tun, aber ich glaube, den wenden wir gerne alle an. Die Heldinnen der zweiten Reihe, die ziehen dich groß, die werfen dich unter Schmerzen in die Welt, die studieren, sind selbstständig und verdienen immer noch nicht gleich viel Geld. Diese Heldinnen, die ich meine, die heißen vielleicht Lise Meitner und erfinden die Kernspaltung, kriegen dann vor der Humboldt-Universität in Berlin das kleinste Denkmal, denn in der Mitte muss Helmholtz verthronen, der Antisemit war. Diese Heldinnen, die ich meine, die übersetzen sich in das zweite Geschlecht und nennen es dann das andere. Diese Heldinnen, die gehören auch nach vorne, die darf man nicht verschweigen. Diese Heldinnen gibt es, im Hier und Jetzt, und darüber zu reden, das darf man nicht vermeiden. Beispielsweise Clara Schumann hat 5 Kinder aufgezogen, war auch genau fast so gut wie Schumann, eine tolle Pianistin, aber konnte nicht, weil sie müsste Haushalt machen. Und das auch, natürlich Mutter zu sein, ist eine tolle Aufgabe, aber trotzdem, es ist halt so, dass die Frauen eher auch in Berufsleben auch im Hintergrund sind. Es gibt auch Stücke heute Abend, die auch das erzählen. Ich bin Tochter, ich bin Schwester aus dem Paradies, verdammt, ich gab dir den Apfel der Versuchung, hieltst du nicht stand. Ich habe nichts gegen Männer, aber gegen das Patriarchat. Das sagt, Frauen sind schuld und müssen Kinder austragen. Das sagt, dass jede Frau, die anders aussieht, komisch ist, solange sie nicht dem klassischen Kindchenschema entspricht. Ich bin eine Frau und ich darf so aussehen, wie ich möchte. Ich darf fertig ausschauen, rausgeputzt, Haare offen oder Zöpfe. Ich bin Körper, ich bin Inhalt, ich bin Objekt, ich habe Wörter, ich habe Vielfalt, ich habe Sex und ich muss mich nicht verstecken. Ich bin Lüge, ich bin Wahrheit, ich bin Sünde, ich bin Arbeit, ich verdiene mein eigenes Geld, brauche mich auch nicht zu verstellen, ich passe in kein Klischee. Thank you.
wir wollen eben Positives am Ende. Ja. Wenn die Leute jetzt vom Konzert rausgehen, nicht, dass sie so betrübt sind, sondern, ach ja, die Hoffnung steht noch. Im besten Fall gehen die Leute heute raus nach dem Konzert und reden nachher darüber. Oder wer sagt, hey, ich bin eine Frau, die stark ist. Aber nun zu meinem Festival in Olsberg. Bereits seit 13 Jahren lade ich Freunde in meinem Heimat ein, um hier bei meinem Festival in dieser wunderbaren Klosterkirche Musik zu machen. Olsberg liegt in der Nähe von Basel und mein Festival ist gewachsen, so dass wir auch in Rheinfelden und etlichen anderen Orten auftreten. In diesem Jahr mussten wir krankheitsbedingt sehr kurzfristig einiges umändern. Aber umso mehr freue ich mich, dass Veliko Čumburice so kurzfristig eingesprungen ist. Einen Tag vor dem Konzert schrieb sie mir, sie bräuchte eine Geigerin. Und sie fragte, ob ich Zeit hätte. Ich dachte, es sei für das Festival im nächsten Jahr. Aber es war für den nächsten Tag. Die zweite Grieg-Violinsonate ist genau richtig für mich. Da kann ich meine Spontanität, meine Klangfarben und meine Energie zeigen. Und bei so einem Festival wie dem von Sol, da wollte ich natürlich alles zeigen. Sie sind für Veronika Eberle eingesprungen und Sie studieren bei der gleichen Lehrerin. Das stimmt, bei Anna Chubachenko. Was ist das Wichtigste, was Anna Ihnen beibringt? Es geht nicht um Technik. Bei ihrer Art des Unterrichtens geht es um alles, um einen selbst, die Persönlichkeit und den Charakter. Und den will sie mit deiner Art zu spielen verbinden. Sie holt das Beste aus dir raus, Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Aber in der Arbeit mit ihr habe ich sofort bemerkt, wie ich mich verändert habe. Ich bin mir selbst viel näher geworden. Sie spielen das erste Mal mit Sol. War sie streng? Nun, streng, das würde ich nicht sagen. Sie ist nicht streng, aber sie übernimmt Verantwortung. Und das kann man sehen, wenn man mit ihr spielt. Dann erwartet sie das Gleiche von dir. Ernsthaftigkeit. Aber bei den Proben hatten wir viel Spaß. Sie ist super freundlich. Sie ist, wie sie ist. Ganz natürlich.
Und ich bin glücklich, mit ihr zu spielen. Für mich war das gar keine Arbeit. Ich spürte nur die Freude, mit ihr zusammen Musik zu machen. Enjoying playing music and, you know, just a friendship. Vielleicht ist das Stück von Schostakowitsch für ein Sommerfestival ein wenig dunkel. Aber wir sollten ja nie die dunklen Seiten des Lebens vergessen, was die Menschen so erleiden, gerade zu Schostakowitschs Zeiten. Es war so eine dunkle Zeit und er widmete dieses Stück dem Andenken seines Freundes. Ja, es ist ein dunkles Stück, aber gleichzeitig auch voller Kraft, schon damals und auch heute. Verabschieden möchte ich mich heute aber mit ersten Eindrücken von der Parzival-Inszenierung, mit der dieses Jahr die Münchner Opernfestspiele eröffnet werden. Und das mit grandioser Besetzung, mit Jonas Kaufmann, Nina Stemme und Christian Gerhacher. Wow! Und die Bühne hat Wasilitz gestaltet. Auch ich bin schon gespannt auf unsere Aufnahmen von der Hauptprobe. Wenn Sie mit einem Künstler wie Baselitz arbeiten, dann hat der bestimmte Vorstellungen. Und diese Vorstellungen muss man dann als Regisseur mit der Dramaturgie des Stückes in Einklang bringen. Es gibt sicherlich Momente, wo wir uns ein bisschen wie Teil eines Bildes fühlen. Das soll auch wahrscheinlich so sein. Also die abstrakte Idee des Bühnenbildes, die auch in den Kostümen fortgesetzt ist, soll sich auch ein bisschen in der Inszenierung widerschlagen. Das heißt also, auch die Regie hat versucht, sich sehr auf das Wesentliche zu beschränken oder sehr minimalistisch zu arbeiten. Dieser berühmte Kuss der Erkenntnis, der ihn plötzlich von einer Sekunde auf die andere vom unwissenden Tor zum wissenden Weisen macht. Sicherlich schwer nachzuvollziehen. Selbst Wagner, glaube ich, hat nicht ganz daran geglaubt. Wir sehen bei ihm auch schon im ersten Akt, während der Parsifal Amfortas und die Enthüllung des Grals und sein Leiden beobachtet, immer wieder so kleine Momente der Reue, sagen wir mal, des Mitleids, der Erkenntnis. Immer wieder blitzt das so ein bisschen auf. Das heißt, das ist etwas, was in ihm rumort, was in ihm arbeitet und was dann mit dem Kuss plötzlich hervorbricht. Aber es ist schon beeindruckend, was der da plötzlich alles weiß. Der spricht wie ein Professor, der also ihr, der Kundry, dann ganz genau erklärt, was sie tun muss, um von ihm erlöst zu werden. Thank you.
Das ist das Tolle an meiner Partie, dass ich kann für mich ganz, ganz präzise sein. Aber was ich das Publikum erzähle, kann ein bisschen so im Dunkel verbleiben. Das genieße ich unheimlich. Also ich durfte nicht kneifen, ich musste etwas machen hier. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, die Musik ist so schön. Lass die Leute schlafen, lass sie die Musik hören, mach alles dunkel und so weiter. So war mein erster Ansatz. Und dass natürlich ein Intendant und ein Regisseur und so weiter und ein Beleuchter womöglich noch beizubringen, ist sehr mühsam. Und ich würde nicht sagen, es ist vollständig misslungen, aber es ist, etwas davon ist noch erhalten geblieben. Georg Baselitz hat sich auch gleich sehr erschrocken, als ich plötzlich kürzere Haare hatte, weil er hatte die anderen so schön gefunden und wollte eigentlich die Haare dann lieber blond haben, weil er glaubt, oder nicht blond, nein, gelb, das passt sehr gut in das Bild. Und dann hatte ich jetzt, Sie haben es ja vielleicht im ersten Akt gesehen, auch wieder längere Haare, die wirken aber dann im Bühnenbild, vor allem mit den Scheinwerfern, die extrem gleißend und von oben sind, weiß. Das wirkt dann wieder alt, das ist auch wieder falsch. Also wir haben jetzt gerade wieder eine neue Variante, wo die Haare leicht dunkler gefärbt und wieder kürzer sind. Ich kann es noch nicht beantworten. Ich glaube, am Premierenabend wissen wir dann, wie ich ausschauen werde. Ich habe vorhin gesagt, wir selber suchen noch ein bisschen nach unserer Definition und alle Abteilungen suchen mit. Und ja, also ich glaube, das hat irgendwas mit diesem speziellen Projekt zu tun. Ein Maler setzt den Pinsel auch immer wieder an und malt nochmal und malt nochmal. Und irgendwann plötzlich merkt er, jetzt ist es fertig. Jetzt darf ich nichts mehr dran machen. Und wir haben noch ein paar Pinselstriche zu machen. Möchte ich mich von Ihnen aus der Schweiz verabschieden. Beim nächsten Mal begrüße ich wieder Martin Grubinger aus Linz.